Was kann das Leatherman Skeletool? Ist das ein Ding, das man für EDC unbedingt braucht? Oder ist es ganz einfach, ja, nett? Wenn du wissen willst, was meine Meinung dazu ist, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Rainer Rossmann vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du am Messerkanal dabei bist. Ja, ja, hier geht es nur um Messer, Messer, Messer und dieses Mal um dieses Skeletool. Das Skeletool gibt es in unterschiedlichen Ausführungen und Farben und die unterscheiden sich im Endeffekt davon, wie die Klinge gestaltet ist. Da gibt es nämlich Serrated Klingen und eben diese glatte. Und da ich eine Serrated Klinge nicht brauche, reicht mir die glatte. Aber das ist Geschmackssache. Das Ganze ist über einen Liner-Lock fixiert. Das heißt, ein Handöffnen-Mechanismus ist überhaupt kein Problem. Arretiert dann und daher meines Wissens nur 42A-konformer. Das soll andere entscheiden. So, das ist einmal Punkt A. Punkt B. Von den Werkzeugen her hast du einen Flaschenöffner. Das ist das hier. Hier an dieser Stelle ist der Flaschenöffner. Wobei, wenn man ein Messer dabei hat, das arretiert, hat man auch einen Flaschenöffner dabei. Aber das ist egal, das macht nichts. Sie haben es halt genutzt, das was möglich ist. Und dieser Teil hier, den könnte man zum Beispiel irgendwo einhängen. Das habe ich früher übrigens auch gemacht. Dazu komme ich noch. Ich habe nämlich, das ist schon mein zweiter, meinen ersten habe ich verloren. So, das hängt dann hier zum Beispiel. So, das ist eine Möglichkeit. Am Rucksack oder sowas. Ja. So promotet das auch Leatherman unter anderem. Es gibt aber auch einen Clip hier für den Hosensack oder für Mollestreifen oder was auch immer. Das ist einmal alles okay. So, das heißt, wir haben ein Messer. Gut, entweder serrated oder glatte Klinge. Und wir haben einen Flaschenöffner und wir haben eine Zange. Und diese Zange, die ist durchaus in Ordnung, also die ist vernünftig, die ist auch halbwegs stabil, also das ist jetzt nicht irgendein Zangerl, so was schon sagt. Hat auch einen Seitenschneider mit dabei, wenn du dir das anschauen magst, das ist wirklich in Ordnung, da gibt es überhaupt nichts. Ja, für Kleinigkeiten, aber auch für Mittelprobleme, alles gut, alles super, wunderbar. Gut. Und jetzt wird es dann schon dünn. Hier ein Bithalter. Und diesen Bithalter, ja, den kann ich jetzt umtauschen. Habe ich jetzt, das ist standardmäßig jetzt so. Zwei unterschiedliche Philips-Größen. Ich weiß jetzt die Größen nicht. Oh ja, da steht Nummer 1 und Nummer 2. Leatherman, okay. Und es gibt die Möglichkeit, wenn ich sage, okay, ich will aber jetzt einen Schlitz verwenden, ziehst du da hier an. Ja, da, ja, da ist so eine Halterung. Das passt alles ganz gut. Dann kannst du hier. Da ist nämlich sind die Ersatzbit drinnen, kannst du hier jetzt hergehen und zum Beispiel die Schlitzschraubenzieher da einsetzen, da anziehen und sitzt, passt, wogelt und hat Luft, wie man in Österreich sagt. Jetzt könntest du natürlich auch sagen, okay, ich bin jemand, der häufig irgendwelche Torx aufmachen muss, aus welchem Grund auch immer, das ist vielleicht in deinem Lebensalltag der Fall, dann kannst du hier, bei Leatherman kann man ja diese Teile hier nachkaufen, in einem ganzen Set, gebe ich da, wie gesagt, alles hier billige Eigenwerbung, ich gebe da den Link in meinen Shop, beziehungsweise Leatherman habe ich ja nicht, die wollen mich nicht beliefern, macht aber nichts, kaufst du auf Amazon, da kriegst du es dann direkt von ihnen geliefert. So, auf jeden Fall, das ist alles in Ordnung, das heißt, das kann man gut anpassen, aber da waren wir jetzt schon auch. Das war's. Dadurch ist das Ding halt auch relativ leicht, das muss man auch sagen. Also im Vergleich zu einem anderen Multitool ist dieses Skeletool wirklich, wirklich leicht. Aber das war's dann. Fertig. Keine Schere, keine Pinzette, also ich habe es zumindest noch nirgends gesehen. Ich stelle mir da jetzt wirklich die Frage, und nicht, dass ich ein Leatherman-Bashing machen will, überhaupt nicht, aber da stelle ich mir die Frage, wenn ich keine Zange brauche, dann nehme ich mal Victorinox-Messer, weil da habe ich mehr Funktionalität, niedrigerer Preis und mehr Möglichkeiten. Wenn du aber eine Zange willst, und zwar eine richtige Zange, nicht so eine, soll ich das jetzt sagen, Zange, die halt bei den Victorinox dabei ist, ne? Das ist ein kleines Zangerl meistens dabei, sondern eine richtige Zange brauchst, und ich komme dann gleich auch dazu, da war auch mein erster Ansatzgebiet, dann ist das Skeletool nicht das Richtige für dich. Dann kauf da Victorinox Taschenmesser, wenn du Multifunktionalität suchst. Aber wenn es eben eine richtige Zange sein soll, dann ist das eine gute Alternative. Ich hatte das als EDC, und zwar, das ist schon urlang her, der Patrick, mein Erstgeborener, ist jetzt 13, das heißt vor 10 Jahren, sicher, 11 Jahren, ja, 11, ja, sowas, hatte ich den ersten Skeletool verloren. Den hatte ich nämlich früher immer dabei. Und zwar, ich habe früher so ein Halsband gehabt, da war mein Schlüssel drauf und eben dieses Skeletool, das so klingt. Also ich war, da war ich noch Angestellter in einer großen Telekommunikationsfirma in Wien, da war ich immer der Wanderer. Ja.
ich immer alles mitgehabt habe. Immer irgendwelche Outdoor-Hosen und irgendwelche grausigen Schuhe und sonst irgendwas. Kommt daher wie ein Sandler, ja, wie abgefuckter Sandler, wie man in Österreich sagt. Nichts gegen Obdachlose, aber es interessiert mich einfach nicht. Und da hatte ich den immer dabei, weil ich da sehr viel Rad gefahren bin. Da war ich auch noch kräftiger, schlanker und ranker. Das heißt, ich bin immer mit dem Fahrrad zum Zug gefahren, 5 Kilometer und dann wieder zurück. Also, und da gab es immer wieder mal so Kleinigkeiten. Das ist mir einmal passiert, dass ich eine Zange hätte brauchen können. Und dann haben wir gesagt, okay, ich brauche eine richtige Zange, eine richtige Zange. Und da habe ich mir das Teil gekauft. Aber ich habe es dann verloren. Und zwar durch diesen Schaß hier mit Quasteln. Denn das kann ich nicht sichern. Komme ich dann irgendwann einmal an, mache das auf und fällt blöderweise raus. Ist gut für Leatherman, weil da kann man sich einen zweiten dann kaufen. Aber für uns als User wäre es cool, wenn man das auch noch absperren könnte. Besonders, wenn ich das jetzt vergleiche, ich weiß, dass ich mir da jetzt viele Unfreunde mache. Ich nenne es Unfreunde mache, die Leatherman vergöttern. Und ich mag Leatherman ja auch, ja, wie gesagt. Ja. Da gibt es ein anderes, das habe ich auch schon einmal vorgestellt. Mir will der Name jetzt nicht einfallen, das hat denselben Mechanismus. Das wird auch als Survival-Tool angepriesen. Da ist dann ein Feuerstahl mit dabei und ein Schleif und das funktioniert auch alles cool. Und da, wenn man sich die Leatherman-Werbung dann anschaut, dann hängt das da so auf der Seite und baumelt da so drauf am Rucksack. Als Survival-Tool, als das meine Last Line auf Defense, wenn alles rund um mich zusammenbricht. Aber ich habe meinen geilen Leatherman mit, der mir dann noch Feuer machen kann. Und dann ist das hier nicht gesichert. Und das ist für mich persönlich einfach ein Grund zu sagen, das ist das Negative dabei. Ist deswegen das Tool schlecht? Nein, ist es nicht. Aber das soll man uns einfach bewusst sein. Und wenn wir solche Anwendungsgebiete, ich sage jetzt mal, als Zielsetzung für so ein Tool ansehen, dann sollte das Tool auch so gebaut sein, dass es diesen Anforderungen mehr als nur 100% entspricht. Gut. Das macht es jetzt nicht besser oder schlechter, aber du sollst es ganz einfach wissen. Lange Rede, kurzer Sinn. Leider, liebe Deutsche, ich glaube, dass ihr das sowieso nicht führen dürft, außer ihr habt irgendeine spezielle Ausnahmegenehmigung, weil ihr das braucht für beruflich oder so. Übrigens für die Stahlfetischisten unter euch, 154cm steht da drauf. Ob das cool ist, musst du selbst entscheiden. Ich finde das Tool genauso, wie ich es gesagt habe. Also, jetzt bist du dran. Schreib mal, was hältst du vom Skeletool? Findest du, welche Klingenart, wenn du es hast, hast du es rated oder nicht? Findest du das überdimensioniert? Findest du es teuer? Findest du es cool? Was ist deine Meinung? Was sagst du zu diesem Kritikpunkt, den ich hier habe? Wird mir sehr interessieren, wenn du mir das schreiben magst. Daumen nach oben oder nach unten, ganz wie du magst. Ich gebe da auch den Link in meinen Shop. Schau, ich gebe dir da einen einzigen Link in meinen Shop. Und zwar, da ist ein Multitool, was ich sehr, sehr gut finde. Schau dir das einmal an. Abo dalassen, ein paar andere Videos zum Anschauen. Und ich schaue mich jetzt noch ein bisschen um. Ich gehe jetzt noch eine kleine Runde spazieren hier auf Aldo Labbadia im Bushcraft Camp. Schau auch da vorbei, wenn es dich interessiert. Deine Reini raus und bis bald und ciao, ciao.